Herzlich zurück zum Kanal This is Drashko. Heute mit einer weiteren Folge. Warum habe ich gekauft? Bricktopians. Bricktopians, ein NFT-Projekt. Das speziellste seiner Art bis anhin. Was macht das speziell? Es ist das erste 4D-Projekt, aber die Entstehung war noch viel interessanter. Es gibt ja das Projekt, das erste NFT-Projekt, die CryptoPunks. Das heißt, die haben eine Art CryptoPunks-Kopie auf Lego machen wollen. Also mit ihrer Technologie, wo sie erfunden haben, wollten sie eigentlich diese CryptoPunks nachmachen. Es gab einen übertriebenen Hype. Das heißt, viele wollten mit dabei sein, weil ich meine, zu dem Zeitpunkt war oder ist immer noch CryptoPunk das gehypteste Projekt schlechthin neben dem Bored Apes aktuell, welche mittlerweile überholt haben. Das heißt, da kam der Hype massiv her und sie wurden aus der Szene her sehr gefeiert, durften oder haben so eine hohe Attention gekriegt, dass sie mit vielen Leuten gesprochen haben, unter anderem auch mit Gary Vee. Gary Vee ist ja einer der größten Größen im NFT-Game allgemein. Aber er ist einer der ersten großen Namen in diesem Game. Und sie waren bei ihm und er hat ihnen etwas komplett anderes übermittelt. Also er war der Meinung, statt etwas zu kopieren, um einen kurzfristigen Hype auszulösen, sollte man sich eher fokussieren, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen. Und das haben sie effektiv gemacht. Ich würde sagen, wir steppen doch gleich mal rein, um zu sehen, wie das Ganze hier aussieht. Bricktopians bei Law Degree. Nebenbei-Information, Law Degree ist ein Künstler, der hat letztes Jahr im Mai einem Basketballstar verholfen in einem NFT-Projekt. Das Projekt hat 1,7 Millionen eingenommen, spricht für sich. Der Künstler hat hier ganze Arbeit geleistet. Und daraufhin hat er halt entschieden, sein eigenes Projekt rauszubringen. Und das war es. Die Entscheidung, Bricktopian rauszubringen. Es hieß vorher Bricktopians, also eine Anspielung auf CryptoPunks. Wie sehen sie aus? Hier seht ihr aktuell, sie verändern ihre Form die ganze Zeit. Sie haben jetzt ein 4D-Serum erhalten, welches sie zu 4D-effektiven Bildern machen lässt. Hier seht ihr, dass eine noch nicht ist oder viele. Ab 8000 haben sie noch kein Serum gekriegt. Das heißt, es wird mit speziellen Computern wird das Ganze animiert und deshalb kann man nicht alles aufs Mal, weil die Rechenleistung ist enorm, diese 4D-Zeichnungen so explosionsartig darstellen zu lassen. Und so sehen sie aktuell aus. Also sie haben, zu dem Zeitpunkt war es effektiv der Hype rund um dieses Projekt, was mich dazu ließ, reinzugehen. Wo es dann hieß, dass sie nicht mehr CryptoPunks nachmachen, sondern ihr eigenes rausbringen, war es zuerst so ein gemischtes Gefühl. Es wurden auch weniger Leute. Also ihr Discord ist explodiert, nachdem sie das veröffentlicht hatten, dass sie eigentlich die CryptoPunks kopieren mit ihrer Technologie, wo sie dann gesagt haben, sie canceln das Ganze, wurden es weniger. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir kurz reingehen in den Discord, sie haben 113.000 Leute, also ist wirklich nicht schlecht, ist eine massive Anzahl. Aber sie hatten zu dem Zeitpunkt etwa 150.000 und mehr, wo sie mit den CryptoPunks-Kopie ankamen. Nachher ging die Zahl ziemlich schlagartig runter und jetzt geht sie wieder auf, weil es spricht fürs Projekt selbst. Sie haben ja jetzt die erste Phase hinter sich, jetzt geht sie in die nächste Phase. Was erwartet uns in der nächsten Phase? Hier seht ihr Phase 2 Roadmap. Noch nicht, also sie sind dran, das Ganze am Erarbeiten. Gewisse Projekte haben alle Phasen, gewisse halt nicht und die, welche nicht haben, fokussieren sich halt erstmals auf das Minting und auf den erstmaligen Sale sozusagen und hier war es auch der Fall und nun sind sie ein bisschen überrannt durch den Erfolg, welchen sie hatten. Daraufhin sind sie jetzt intensiv seit Wochen am Arbeiten.
Gewisse Themen haben sie schon verkündet. Das heißt, all die Holders, welche aktuell ein Bricktopian halten, werden von der nächsten Kollektion eins gratis erhalten. Ist etwas, was fair ist. Viele Projekte so machen, beispielsweise bei Bored Ape war es so, dass man den Hund dazu gratis erhielt und dann die Serums und dann auch den Mutantpunk, die heute ja mehrere hunderttausend Franken wert sind. Und das sind so die Dankeschöne, welche sie den ersten Leuten geben, also die Early Adopters, welche seit Stunde Null mit dabei sind. Hier hat es noch eine interessante Information, welche auch für das Projekt sprach und auch für mich klar war. Aktuell sind von ihren 10.000 Kollektionen sind lediglich 985 zum Verkauf auf OpenSea angeboten. Das heißt, gerade mal 10% verkaufen aktiv, 90% sind am Hodeln, wie man so schön sagt. Und das ist genau das Interessante, es ist eine starke Community im Hintergrund. Das war es auch schon damals, wo es hieß, dass sie Crypto-Punks machen, nur die Harten blieben, der harte Kern sozusagen. Das ist ein starkes Indiz und was noch zusätzlich on top dazu kommt, ist die Verbindung zu den anderen Größen im NFT-Game, beispielsweise mit Gary Vee, welche sie im starken Austausch sind, der sie hier ein bisschen führt, was als nächstes kommt, weil sie haben nebst dem, dass sie die einzigen sind, die eine 4D-Kollektion auf den Markt gebracht haben, sind sie auch die, die innerhalb von 90 Sekunden verkauft haben, also die hatten ihre erste 4D-Kollektion in 90 Sekunden verkauft. Also sie haben keine Pre-Sale. Warte mal, sie hatten einen Pre-Sale. Das sieht man hier am Anfang, das ist das extrem interessante bei Activity. Wir seht ihr den Verlauf. Und sie hatten am Anfang einen Pre-Sale und dann eine Woche später kam dann der Public-Sale. Und ich war weder am Anfang noch beim Public dabei, weil für mich war es klar, das wird ein ziemlich großes Ding. Ich muss schauen, dass ich vor dem Public mit dabei bin. Zusätzlich war ich zu spät für die Whitelist, weil die waren schon full. Was habe ich gemacht? Ich wusste, dass es Flipper gibt. Flipper sind sogenannte Leute, die kurz kaufen und dann gleich weiterverkaufen. Gewisse sinnvoll, gewisse weniger sind. Wenn man es für den gleichen Preis wiederverkauft, wie man gemintet plus Gas Fee hat, muss man halt schon sagen, was hat es einem gebracht. Aber es gibt leider viele von diesen Leuten, aber nichtsdestotrotz ist es für mich oder für Leute wie mich extrem gut. Ich habe meine zwei hier gekauft für 0,14, 0,13 herum und wie ihr seht, beim Public ist es dann hochgesprungen auf 0,3 Ethereum. Natürlich. Das ist der Durchschnittspreis. Gewisse gingen für viel höher, für 1-2 Ethereum über die Bühne, gewisse blieben halt für 0,14, die halt schnell das schnelle Geld wollen, was auch immer das bedeuten mag. Und ihr seht, dass es hier konstant immer wieder ein bisschen nach hoch runter ging, eher Tendenz runter und jetzt geht es wieder eher Tendenz hoch, weil jetzt kriegt man sozusagen gratis NFTs, ist ja cool, die nächste Generation, weil beispielsweise ich halte jetzt diese weiterhin, kriege die nächste und verkaufe sie jetzt beispielsweise für 1.000, 2.000 Franken. Habe ich meine Investition jetzt in dieses Projekt schon lange draußen. Ja, dieses Projekt habe ich effektiv wirklich nur wegen dem Kunstaspekt, also Aspekt gekauft. Das erste 4D-Projekt, für mich sehr coole Technologie, die im Hintergrund hier ist. Auch wirklich krass, was man so an Kunst und wirklich zusammen, wenn das zusammenspielt, weil ein Künstler kann das hier nicht zeichnen, ohne im entsprechenden Developers im Hintergrund zu haben, welche das Ganze zur Verfügung stellt für die AI-Ausbreitung. Das heißt, der Künstler macht eine Basis NFT mit verschiedenen Merkmalen und Kriterien und diese werden dann über die AI und den Developers geschickt, damit sie dann die 10.000er Kollektion und je nachdem, was für eine Zahl das man haben möchte, als NFT-Projekt rausbringt. Und ihr seht, da geht es wieder hoch, stark. Vor kurzem auch, sind schon die ersten Celebrities in dieses Projekt reingestiegen. Man schlussendlich muss man auch sagen, Gary Vee ist hier ein gewisser Pate in diesem Projekt. Das heißt, hier ist auch stark das Team im Hintergrund, weshalb ich hier investiert habe, nebst der Kunst, dem künstlichen Aspekt mit dem Tech verbunden.
ist es auch das Team im Hintergrund, welches hier starken Bezug, Beziehungen ziemlich schnell aufgebaut hat. Und ja, das Projekt hat immerhin 2500 Ethereums getradet. Ich meine, das multipliziert mit dem Preis ist einiges dazu gekommen. Das ist jetzt nur gesprochen auf dem Secondary Market, das heißt auf OpenSea. 10.000 wurden in 90 Sekunden gekauft. Multipliziert man die 10.000 mit dem Mintpreis damals, kamen hier knapp 2 Millionen oder sogar mehr zusammen. Jetzt mit dem Trading danach kamen auch wieder knapp 1 Million zusammen. Also ist ein ziemliches Millionenprojekt. Wirklich cool hinsichtlich dem, dass es auch erfolgreich ist. Ich meine, es muss ja nicht immer heißen, dass das künstlerisch etwas Schönes ist und ein starkes Team im Hintergrund, dass es auch erfolgreich sein wird. In diesem Fall sind es das so die Kriterien gewesen. Die Verbundenheit zwischen Tech und Kunst, dann das Team im Hintergrund und auch die zukünftigen Pläne. Bietet man gratis NFTs. Es werden noch viele weitere Phasen eingeläutet, wo sie noch verschiedene andere Themen anschauen oder herausbringen. Und ihre Technologie sind adaptierbar auf alles. Und das ist so das Interessante, dass die Technologie, welche sie besitzen aktuell, dass man mit dem einiges machen kann. Und ich meine, wer weiß, vielleicht kommt eines Tages Lego und möchte sie aufkaufen. Blackboard schlechthin, explodieren die Preise. Also das sind alles so Spekulationsthemen. Aber das ist so der Grund, weshalb ich hier investiert habe. Und ist wirklich ein sehr erfolgreiches Projekt bis anhin und wird auch viel erfolgreicher sein in Zukunft. Und ja, das sind so die Gründe, wieso ich in Bricktopians investiert habe. Warum habe ich gekauft Bricktopians? Ich hoffe, ich konnte euch einen Überblick verschaffen. Und ihr seid auch interessiert. Der Fuel-Preis ist jetzt ein bisschen gestiegen. Nichtsdestotrotz kann man sich immer noch einkaufen und profitieren von einem Free Airdrop sozusagen, von einem neuen NFT, das sie gerade machen und auch zukünftige NFTs, die noch dazukommen. Sie beginnen jetzt auch stark mit der Werbetrommel, holen viele Celebrities und Influencer mit an Bord, damit das Ganze hype. Und ja, mal schauen, wie lange ich drin bleiben werde. Auf jeden Fall, das sind so die Punkte, welche mich veranlagt haben, hier einzusteigen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal, meine Freunde.